Und nicht, dass jetzt nachher einer sagt, oh, da ist bestimmt der ABS-Ring gebrochen, oder? Moin Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute geht es hier um das gute Stück wieder. Wir sind da ja letztes Jahr irgendwo hängen geblieben, wo wir mit aufgehört haben. Jetzt habe ich mir hier so ein neues Spielzeug gekauft. Damit kann man Lackstärkendicke messen. Ich habe mir gedacht, gehst du mal um den Rado rum und guckst mal, ob das alles Originallack ist. Festgestellt, nein, kein Originallack. Ist also nicht im ersten Lack, da ist schon einiges dran lackiert. Aber darum geht es heute nicht. Empfehle ich überhaupt jedem, der sich ein Auto kaufen will. Hier, nehmt euch so ein Ding mit. Neuerdings, ne? Ihr kennt das. Gut, auf jeden Fall geht es heute hier um das Schätzchen nochmal. Und es geht halt darum, dass dieses Auto immer noch dieses ABS-Problem hat. Und er hat ja keine Bremse auf der Hinterachse. Er bremst ja nur vorne, deswegen habe ich zu ihm gesagt, lass den erstmal stehen, wir nehmen uns den ran, wenn wir Zeit haben. So, ich habe eigentlich immer noch keine Zeit, aber ich nehme den trotzdem ran, weil er möchte das Auto ja auch mal fahren. Ne? Das ist ja kein Stehzeug, das ist ein Fahrzeug und ohne diese Bremse ist das total kacke. Aber weiter geht's in den Nachhinein. Ja, so dass die ABS-Leuchte dauerhaft leuchtet und dass dann eben halt auch ein Fehler generiert ist im ABS. Und ihr wisst, ich bin so ein Kind der 90er, ne? Ich mag das total, die 90er, das ist einfach so. Das waren für mich einfach die besten Jahre, gibt es gar nichts drüber. So, es geht aber heute darum, dass wir das Fahrzeug mal auslesen. Und zwar habe ich mit dem hier sehr gute Erfahrung, was das bestimmte, ich sag mal, ich hoffe, dass ihr das hinkriegt. So, jetzt den hier, den habe ich schon mal jemanden empfohlen, der an meinem Kanal auch relativ lange schon folgt. Grüße gehen raus an der Stelle. So, und auf jeden Fall komme ich mit diesem Gerät hier nicht rein. Ja, ich komme hier weder mit Lunch rein, ich komme hier auch nicht mit anderen Dingen rein. Warum ist das so? Das ist ganz einfach. Diese Fahrzeuge basieren noch auf der Blinkcode-Basis. So, das ist ja, ich sag mal, so eine Zwischenlösung zwischen OBD2, OBD1 und irgendwas. Ja, da wurde dann halt praktisch die Fehler ausgeblinkt. Ja, und ich hoffe, dass das wenigstens funktioniert. Und wenn das auch nicht funktioniert, das Ausblinken, dann haben wir hier ein Problem mit der Spannungsversorgung, mit dem ABS an sich. Verbaut ist in diesen Fahrzeugen ja dieses kompakte ABS, wo eben halt kein Bremskraftverstärker mehr drin ist, sondern eine kompakte Geschichte verbaut ist. Irgendwo habe ich hier noch eins rumliegen, weil, mein Kumpel hat dasselbe Problem, das kommt aber auch irgendwann nochmal, weil der hat nämlich das Problem, dass das ABS funktioniert, völlig funktioniert, aber die Lampe trotzdem leuchtet und kein Fehler drin ist. Es ist einfach kurios mit den Dingern. Glaubt mir das, das ist alles nicht so einfach, wie es aussieht, weil die Dinger sind sowas von, ich sag mal, ne? Ich sag, mehr sage ich dazu nicht. Die sind einfach wirklich zum... Ja, aber es sind halt die frühen ABS-Systeme. Man hat sich da irgendwie was einfallen lassen und hat versucht, sich einfallen zu lassen. Aber das Dollste vom Gelben, vom Ei, ist das nicht. Und da ist das Problem. Ja, und wie gesagt, wir wollen das Ding hier erstmal ausblinken gleich. Ich zeige euch aber mal dieses ABS-Gerät, wie das so aussieht. Und wie das so von sich aus schon aufgebaut ist. Ich werde mal gucken, ob ich das hier irgendwo finde. Das ist zwar vom Passat. Ist nicht identisch mit dem hier, was hier drin ist, weil das ist nämlich auch schon wieder ein anderes und Golf 2 ist auch wieder was anderes, aber ausblinken lassen können die sich alle. So, deswegen mache ich dieses Video mit diesem Ausblinken, damit das auch mal wieder zurückgeholt wird ins Gedächtnis, dass ihr dann auch wisst, wie das funktioniert. Also, bis gleich.
So, Freunde, jetzt wollen wir uns das mal das ABS angucken. So, da ist dieses ABS. Das ist direkt auf den, auf das Bremspedal geflanscht, mehr oder weniger. Völlig ohne Bremskraftverstärker und sonstige Sachen. Das ist richtig so, weil den Bremskraftverstärker übernimmt eigentlich das ganze ABS-Ding. Ja, da sind Steuerblöcke drin für vorne, hinten. Und da ist eine ABS-Pumpe, die dann da unten ist, in der Ecke. Ich weiß nicht, ob ich sie hinkriege, da einzublenden. So, da ist die ABS-Pumpe dran. So. Dann habt ihr hier einen großen Stecker hier vorne. Den habt ihr, da ist die Stromversorgung für die ABS-Pumpe. Dann habt ihr hier den Stecker, den 1, 2, 3, 4, 5 poligen, der halt für das Steuergerät ist und die Steuerblöcke zuständig ist. Wenn man das jetzt alles ausbauen möchte, ja, kann man das machen, aber das ist gar nicht so einfach, da sitzt man schon ein bisschen länger dran. So, hier vorne habt ihr einen Druckschalter, der hier sitzt, da ist ein Druckschalter dran. So, dann habt ihr hier eine Masseverbindung, die immer sauber ist oder sauber sein sollte. Die habe ich schon sauber gemacht, das hat also auch keine Auswirkung darauf gehabt, ob das überhaupt funktioniert. Und dann habt ihr da hinten, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da dieses runde Ding da, das sieht aus wie eine Federkugel von Zitrönen, ist aber nicht so. Das ist aber ein Druckspeicher. Ja, das funktioniert wie so ein Druckspeicher und hier habt ihr halt euren Ausgleichsbehälter ganz normal, wie ihr das kennt, nur ein bisschen größer, ja, um halt auch Reserven zu haben, wenn da mal ein Fehler drin ist. Ja, wie gesagt, dieses Auto bremst nur vorne, das ist eben halt nicht lustig, ist auch gar nicht lustig zu fahren. Ich schwöre euch, das bringt einem schon den Schweiß ins Gesicht. Ich kenne das aus Erfahrung, ich weiß, wie das ist mit der Kiste hier, weil dieses Auto möchte man gerne mal ein bisschen spaßiger bewegen. Und wenn man da anfängt, spaßiger zu bewegen, muss man plötzlich bremsen aus irgendeiner Situation. Ja, dann wird das auch spaßig im Gesicht. Dann laufen euch nämlich die Schweißperlen übers Haupt. Das kann ich euch nur sagen, wie das ist. Und das ist wirklich so. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall will ich das Ding jetzt erstmal ausblinken und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Das interessiert mich mal. Ich habe jetzt die Sensoren schon vorne durchgemessen. Die sind es nicht, also nicht die vorderen Sensoren. Wenn ihr die hinteren Sensoren rausmessen wollt, müsst ihr die Rückbank ausbauen. Das zeige ich euch auch noch, wenn ich dazu komme, wenn das einer sein sollte, der da kaputt ist. Wir werden es aber sehen. Es kommt davor, dass auch Sensorik mal kaputt geht, auch bei diesen Autos. Das ist einfach so. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, ob das jetzt auch daran liegt, weil ich will das Ding jetzt erstmal ausblinken. Also mehr kommt jetzt auch gar nicht in Frage. So, jetzt gucken wir uns das Schätzchen hier nochmal eben von unten an, weil den haben wir ja letztes Jahr schön versiegelt. Ja, das sieht doch alles wunderbar aus. Das sieht ja richtig gut aus hier unten. Ja, das liegt auch daran, weil der gar nicht bewegt wurde, ne? Das ist es ja eben, der wurde nicht bewegt. Ja, und wie gesagt, ABS-Kabel liegt hier drin. Das ist dieses jenes hier, was hier so rumliegt, ne? Das ist das ABS-Kabelchen für rechts und da ist es entsprechend für links. So, wir haben hier, natürlich gehen die auch, hier sieht man das, wo sind sie, wo sind wir, da sind wir, da geht's hoch, da gehen sie hoch in den Innenraum und da verschwinden sie dann auch. Ich weiß nicht, ob ich euch das im Bild zeigen kann. Ich versuche das mal, dass ihr das dann seht, wo der ABS-Sensor sitzt. Der sitzt nämlich da oben, sitzt der drin. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht. Und auf jeden Fall sitzt der da oben hinter und den kann man nicht irgendwie ausstöpseln. Das ist nicht so wie vorne. Guckt, ob das hier alles funktioniert. Das funktioniert hier alles, das sieht alles gut aus. Ihr seht, ihr habt einen Unterschied, ihr habt nur eine Bremsleitung, die nach hinten geht, ne? Ihr habt nur eine Bremsleitung, die nach hinten geht mit so einem Verteiler und wird hier auf beide Seiten gleichmäßig verteilt. Das heißt, ihr habt hier keine standardmäßige Zweikreisbremsanlage, sondern das ist eine, ich sag mal, sogenannte, ja, wie nennt man das? Das ist eine einfache, ja, der hat schon zwei Kreise, aber eben halt nur mit einer Leitung nach hinten, ne? Zwei Leitungen für vorne. So, und der bremst halt nur vorne.
So, und da habt ihr die ABS-Sensorik da. Da könnt ihr den Stecker abziehen. Und dann macht ihr an den Sensor eure Kabel dran. Und dann dreht ihr am Rad und habt ihr dann einen, dann müsst ihr auf oben stellen, ne? Durchgang. Und dann muss da ein Ausschlag kommen. Kommt da kein Ausschlag, sind die ABS-Sensoren kaputt. Und das gleiche gilt hier für den hier. So, und wir haben hier auch schön versiegelt gehabt. Das sieht alles noch wunderbar aus. Genauso wie wir es hinterlassen haben, ist es immer noch gut. Das finden wir schon mal sehr gut. Klasse. Wunderbar. So, bis hierhin ist das alles noch im grünen Bereich. Und ich sag mal ganz ehrlich, ja, ehrliches Auto, aber wir müssen hier was tun. Ne? Das ist einfach so. Wir müssen hier was tun. Und auch das sieht da oben, ja, sieht das auch wunderbar aus. Also da gibt es auch keine Anrostung über den Winter oder was weiß ich, dass da irgendwas passiert ist. Nee. Und das ist ja wirklich kein Stehzeug, das soll ja ein Fahrzeug sein. So, wir lassen den jetzt mal runter und dann blinke ich die Kiste aus. Und dann erhoffe ich mir, dass ich da irgendwas bei rausbekomme. Also es ist eben halt, wie es ist. Man kann es nicht ändern. Aber ihr seht wirklich, es ist ein Unterschied, ne? Weil ihr habt hier nur eine Leitung. Ich sag dann nur eine Leitung für die Hinterachse. So, und dass die Hinterachse nicht bremst, ne? Das braucht man euch ja nicht sagen. Guck mal hier. Da ist ja nichts, kein Abrieb, gar nichts drauf. Also die Bremsklötze, die haben hier keine Wirkung, null auf die Hinterachse. Ne? Und hier eben halt entsprechend, ja, die Vorderachse. Und ihr seht, ja, da wird gebremst, Vorderachse wird gebremst. Aber das ist mehr oder weniger ein Notbremssystem. Und wenn ihr so ein Notbremssystem habt, ja, da brauche ich nichts zu sagen, ne? Das macht keinen Spaß, das Bremspedal ist knallhart und ja, genau. Es macht einfach keinen Spaß. So, alles was ihr dazu braucht, ihr müsst euch erstmal eine Drahtbrücke bauen. Da hilft nichts, das ist eben so. Eben gucken, wie geht das hier? Ah, alles klar. So, ihr müsst euch erstmal eine Drahtbrücke bauen. Ja, ein bisschen mehr. So. So. Bauen wir uns erstmal eine Drahtbrücke, dass man eben halt zwei Pins überbrücken kann. Weil das ist wichtig. Wofür, zeige ich euch gleich. So. Ich könnte noch ein bisschen mehr. Hier müsste ich schon so ein bisschen länger haben, sonst ist Mist. Sonst ist Mist. So. So, jetzt haben wir uns eine Drahtbrücke gebaut. Und dann schauen wir mal. Ja, Leute, so, jetzt haben wir hier oben, da ist die ABS-Leuchte. Und dann machen wir einfach mal Zündung an. So, und dann sollte die eigentlich ausgehen. Sollte. So, ihr seht, dass die alles fleißig hier schön weiter brennt. Tja, nun müssen wir hier beigehen. Und hier runter, da habt ihr den Stecker für das OBD-Gerät. Also da unten, da ist die OBD-Dose drin. Hier, da seht ihr sie. Und die werde ich mal rücken. Und zwar werde ich mal ein bisschen Licht machen, damit man das auch sieht. So, ich lege das hier mal so ein bisschen ab hier. Auf jeden Fall, ne, haben wir hier den OBD-Stecker. So, müssen wir mal gucken, welche Belegung hier drin ist, damit wir hier nichts falsch machen. Das ist ganz wichtig. Und sonst machen wir nämlich einen kurzen und das wäre ganz schlecht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal in dem Sinne die Zündung ausmachen. So, die Zündung machen wir jetzt erstmal wieder aus, weil das gibt sonst einen kurzen, das wollen wir nicht. Das wäre jetzt eine ganz schlechte Option. Wie gesagt, ich guck mal, dass ich das hier so hinkriege, dass ihr das auch mitbekommt. So, Freunde, so, jetzt wollen wir jetzt mal gucken, dass ihr das, habt das jetzt so mal rausgenommen. So, da ist einmal ein braunes. Da ist einmal ein braunes, was ihr brücken müsst und ein blau-gelbes. So, das blau-gelbe ist so ein, ist hier, da hinten. In der oberen Reihe, also praktisch in der kurzen, ne? Da ist hier 1, 2, 3 belegt,
Hier oben sind 1, 2, 3, 4. So. Da sind aber auch nicht alle belegt. Oben sind 3 belegt, hier sind 3 belegt. Das ist ja eben halt das Problem, was man hat bei Blinkcodes. Ja? Dass dann eben halt die Belegung hier unten nicht komplett mehr. Heutzutage habt ihr ja hier alles belegt. Bei OBD2, bei OBD1, das ist ja noch OBD1 oder mehr oder weniger noch Blinkcode. Ja, ihr habt ja hier diese, entweder diese 3 Stecker oder eben halt schon den OBD-Stecker oder OBD-Anschluss, wie auch immer, wie man das nennen möchte. Aber wir müssen jetzt hier von der 3, müsst ihr da jetzt die 3, das ist, das müsste das Gelb, das Gelb-Blaue sein. Ja, das seht ihr hier auch. Das Gelb-Blaue ist auf der 3. Das müsst ihr einmal nehmen. Und dann eben halt hier da den vierten Anschluss. Das ist Masse. So, dagegen müsst ihr euch. So, da steckt ihr jetzt einfach die Brücke rein. So, die Brücke lasst ihr jetzt drinne. So, und dann macht ihr nur die Zündung an. So, dann macht ihr die Zündung an, dann leuchtet die ABS-Leuchte und dann zieht ihr einfach nur die Brücke raus, holt euch was zu schreiben. So, jetzt sind wir hier in dem Modus, so, wir haben jetzt 1 gehabt, 1, 2, 2, 1. So, habt ihr es gesehen? So, Ausgabe Ende. Das bedeutet jetzt wieder Ausgabe Ende. Und dann habt ihr den Fehlercode. Habt ihr gesehen, wie es geht? Und das müsst ihr euch aufschreiben. Und das wiederholt ihr jetzt die ganze Zeit. In dem Sinne müssen wir das erstmal aufschreiben. So, nachdem ihr jetzt das alles so habt, wie ihr das jetzt ausgezählt habt. Ich habe das jetzt ausgezählt mit P1233. So, den Fehlercode, den gucken wir jetzt erstmal nach. Es ist eigentlich nicht schwer. Es ist eigentlich ganz sinnbringend, weil das ist wie so ein Morse-Alphabet, wenn man jetzt will. Ne? Das ist jetzt nicht das Sinnbringende oder das Weltding. Ja, und wenn ihr da jetzt wieder raus wollt, macht ihr einfach Zündung aus und alles ist gut. Und ich werde jetzt erstmal gucken, was dieser Fehlercode bedeutet. Ja, und wie gesagt, das kann man jetzt machen, damit man eben halt auf den Fehlercode kommt. Weil, wenn ich ihn nicht auslesen kann, muss ich mir den ja irgendwo herziehen. Und im Endeffekt müssen wir jetzt mal gucken, wo das Problem liegt. Ich habe den Fehlercode. Ich werde jetzt ins Programm gehen, werde da reingucken, wo der Fehler ist. Und dann können wir danach auch prüfen, was hier wo irgendwo der Fehler ist. Also, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich, Leute. Hier haben wir dann nochmal einen Fehler. 1, 1, 1, 1. Sehr schön. So, kriegen wir hier noch einen Fehler raus. Da sind jede Menge Fehler drin in dem Scheiß hier. Oh. Ja, das ist. Ich habe mir jetzt die Brücke ein bisschen anders gebastelt. Weil, so. Und dann mache ich den nochmal raus. Zack. So, und dann gucken wir mal, was jetzt rauskommt. Ja, dauerhaftes Leuchten und dann habt ihr praktisch Ausgabe Ende 00, also ist jetzt ausgenullt. Ja, so, dann haben wir jetzt 2 Fehlercodes, 4x die 1 und 1233, was 4x die 1 ist, gucke ich mir dann auch noch. Und dann sage ich euch was dazu. So Leute, jetzt habe ich erstmal geguckt, woran hier der Fehler liegt, wo der Hase im Pfeffer liegt. Ich hatte gestern ja schon anfangs mal gemessen, den Strom gemessen, der vorne ankommt und so. Und da kam nichts an und da habe ich mir schon gedacht, ja, wenn das nicht mal ein Problem mit der Spannungsversorgung ist. Aber es ist nicht nur mit der Spannungsversorgung, sondern diese 2 Fehler. Ich habe da noch eine alte Liste, die ich, was weiß ich, die ist schon das Bach uralter Ding. Die habe ich mal irgendwann mal erstellt und auf jeden Fall habt ihr, wenn ihr das jetzt ausblinkt und 4x blinken kommt, 4, 4, 4, dann habt ihr keine Fehler drin.
dann ist alles super. In diesem Fall ist es jetzt aber so, dass wir 1, 2, 3, 3 haben. Und dieser Fehler ist Drehzahlfühler vorne links, dass der irgendwo zu viel Spalt, zu viel Kontakt hat. Dass es zum Beispiel diese Kontaktschwierigkeiten hat oder dass das Kabel kaputt ist oder irgendwas anderes. Das muss ich eben halt noch gucken. Ja, wie gesagt, da müssen wir nochmal gucken. Und der zweite Fehler, die 4x die 1, das ist elektrische Störung durch fremde Störquellen oder schlechte Masseverbindung, was ich eben halt sagte mit Strom, oder jetzt kommt's, Steuergerätdefekt. Ja, das wäre jetzt natürlich der Super-GAU, ne? Steuergerätdefekt, das wäre jetzt der Super-GAU. Auf jeden Fall haben wir jetzt was auf dem Zettel, wie wir das jetzt machen können. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt erstmal an den Sicherungskasten gehen und muss mal die Relais prüfen, ob das auch alles funktioniert. Der hat auch eine Sicherung, das weiß ich ganz sicher. Aber irgendwo hat er jetzt eine, ja, ich sag mal, ein faules Ei liegen. Und das müssen wir jetzt erstmal finden. Ja, das ist jetzt nicht so ganz einfach. Das ist ja das Problem. Diese Systeme, die lesen ja nicht das aus direkt, was kaputt ist, sondern es könnte. Aber ich habe ja vorne den Sensor durchgemessen. Er hat ja Durchgang. Also da war ja alles in Ordnung. Also gehe ich mal davon aus, dass irgendwas in der Kabelverbindung nicht passt. Oder das Steuergerät. Das ist die letzte Instanz. Ja, und dann wird das wieder, ne? Ne? Wir kennen das. Ja, zwischen den Zeigefingern, da reibt es wieder. Alles klar. Zwischen Daumen und Zeigefinger, da reibt es wieder. Ihr wisst es ja, wie es ist. Ja, wir schauen mal. So Leute, jetzt habe ich natürlich wieder meinen schönen Radheber im Einsatz. Und das ist eben halt das, was ich meine. Ne? Ihr könnt dann ganz bequem, ich sag mal, mehr oder weniger bequem, es ist auf jeden Fall bequemer als hier unten rumzukrabbeln, hier an diese Stelle, und könnt ihr den Sicherungskasten hier runterklappen. Ich habe hier alles ausgebaut, um zu gucken, ja, wo ist jetzt der Fehler, wo klemmt's, wo brennt's. Ja, es ist eben so, wie es ist. Wir können hier nochmal reingucken, ob wir hier eine Sicherung haben für die ABS-Pumpe selber. Denn das kann nämlich auch gut möglich sein. Wir gucken hier mal drunter. Aber laut Stromlaufplan war da jetzt nichts ersichtlich, sondern nur eben halt Relais. So, und die Relais sind hier oben angeflanscht. Das könnte sein, dass das hier oben, dieses große hier, dass das zum Beispiel ein Relais ist. Oh, so Leute, jetzt nehme ich euch mal mit ins Eingeweihte. So, hier haben wir den Sicherungskasten mit dem ganzen Zirkus da dran. So, dann nehmen wir das ABS-Steuergerät suchen. Dann müssen wir noch um die Ecke linsen. Ihr braucht nur hier diese Verkleidung abbauen. Der sitzt hier, ist nicht verbaut im ABS-Aggregat, sondern ist verbaut hier hinter. Das werden wir jetzt erstmal abbauen und werden wir mal gucken, was da abgeht. Ja, vielleicht kann man das ja auch mal einschicken zum Prüfen. Das wäre doch mal was, ne? Das wäre ja noch mal was. Und einfach mal gucken, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Wenn das heile ist, ist ja super. Und wenn es nicht heile ist, ja, dann müssen wir ein neues haben. So einfach ist das. Damit fangen wir jetzt erstmal an und bauen das gute Stück hier aus. Dazu habt ihr nichts anderes als zwei kleine Plastikmuttern, die da oben dran sind. Da hinten habt ihr auch noch einen Massepunkt, den ihr kontrollieren könnt. Und im Endeffekt laufen hier die Drähte zusammen. Das ist einfach so. Und dann muss man mal gucken, was hier abgeht und was hier nicht abgeht, weil mir gefällt das hier alle nicht. Gut, wir gucken jetzt erstmal nach, was hier Sache ist, und dann schauen wir mal. So Leute, jetzt habe ich hier den Halter ausgebaut. Da unten ist eine Schraube dran und da oben die Schrauben. So, dann habt ihr hier das Steuergerät für ABS. Steht sogar drauf, für Dumme. So. Ja, so sehen tut man nichts, ne? Außer Staub und Dreck sieht man da jetzt so nichts. Aber irgendwas ist hier faul. Steht ATE drauf. Ich werde mal gucken, ob ich das bei EQ eingegeben bekomme und dass die vielleicht eventuell Reparaturlösung, Prüfung, irgendwas haben für das Ding. Dann schicke ich das einfach mal ein. Kann ja nicht schlecht sein, dass man das mal überprüft, ob das funktioniert oder nicht. Und dann sieht man das, ne? Ja, so, das habe ich da mal rausgerissen. Wie gesagt, hier unten ist der Stecker und da ist auch nichts auffällig dran. So sichtbar nicht, dass da irgendwas verkokt ist, vergokelt, oxidiert oder sonst irgendwas. Das sieht alles gut aus. Also ich denke, da haben wir nicht das Problem. Ja, aber wie gesagt, ne,
Das schützt ja nicht davor, dass da irgendwas im Argen ist. So, Freunde des guten Geschmacks, jetzt wollen wir mal eben gucken. Ich habe hier die Messleitung reingesteckt jetzt. Hier, da oben habe ich die Messleitung in das Steckgehäuse von dem Sensor gesetzt. So, und wenn ihr da jetzt mal guckt, da ist der Sensor praktisch auf. Ich mache euch da mal ein bisschen mehr Licht. So, da seht ihr den Sensor. Und der nimmt dann eben halt von dem Geberrad halt das Signal weg. Ne? Im Prinzip. So, das ist immer hoch, runter, hoch, runter. Und den Sensor prüfen, ne, macht man in der Beziehung, dass man da jetzt eine Durchgangsprüfung macht. Da ist zwar Dreck dran, das machen wir gleich mal sauber, weil der ja magnetisch ist. Aber eine Durchgangsprüfung machen wir hier. Und da haben wir einen Wert von, ja, ihr seht es halt, ich mache da mal Licht an, Backlight, so, da haben wir es. So, Batterie ist auch fast leer. So, wir haben da 920, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ne, je nachdem, wie es eben halt ist. Wir sind hier bei knapp 900, sagen wir mal so. 800, 850 pendelt er sich ein. Ja, und ich würde sagen, der Sensor ist völlig in Ordnung, weil der Wert, der verändert sich auch. Wenn man jetzt mal guckt, wenn man das jetzt mal dreht, ich zeige euch das so. Nicht, wie ich das immer alles einfangen soll hier. So, hier nochmal Backlight drücken. So, und dann seht ihr das. Wenn ich jetzt am Rad drehe, ne, ändert sich der Wert so ein bisschen. Ja, das ist also auch ein Signal, dass das dann auch funktioniert. So, auf jeden Fall haben wir hier auf dem Durchgangsmäßig haben wir jetzt hier schöne Werte. Muss 800 haben bis 2000. Also er ist völlig drin. Ja, das heißt, der Sensor ist heile. So, ich sage ja, ich mache ja auch immer Vergleichsmessungen und ich kann hier mal einen 9 nehmen und dann stecken wir den 9 mal dran und gucken mal, was der für einen Wert hat. Und dann sehen wir ja, ob der andere gut ist oder nicht. So, steckt den mal dran und ihr seht, nagelneuer hat den gleichen Wert von 840. Also der Sensor ist völlig in Ordnung. Das heißt, dass dann entweder das Kabel irgendwo kaputt ist. Ja, ich weiß es nicht, ne? Der hat jetzt auch 890, im Endeffekt sieht der so aus wie dieser hier, ist also nichts anderes. So, hier habt ihr eine Masse, hier ist der Masseanschluss im Endeffekt von dem Sensor. Dann habt ihr halt das Sensorkabel selber, was dann da dran kommt. Und hier habt ihr eben halt eine Magnetspule, funktioniert wie ein Haargeber im Endeffekt. Ne? Ja, Strom rein, Strom raus, wird magnetisch und liest dann eben halt das Magnetfeld ab. Und du weißt dann, ob das Rad sich bewegt oder nicht. Ja, wie gesagt, der Sensor ist heile, also liegt es entweder irgendwo am Kabel oder am Steuergerät. Ne? Und da der den Fehler Steuergerät-Defekt ja auch nun mal mit drin hat, ja, wird es auf den Steuergerät-Defekt hinauslaufen. Aber ich muss jetzt mal gucken, ob ich das prüfen kann. So, im Endeffekt, ne, kann es ja immer sein, dass ein Sensor kaputt geht. Ist in diesem Fall aber nicht. Der ist heile. So, also, Sensor vorne links ist heile, aber es kann ja auch sein, dass im Steuergerät irgendwas kaputt gegangen ist. Ja? Und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir für den Schlitten ein anderes Steuergerät kriegen, beziehungsweise das alte repariert kriegen, wenn das funktioniert. Ja, ich würde sagen, bis dahin war es das dann erstmal. Wir wissen, worum es geht. Wir wissen, dass dann eben halt der Fehler, ja, an der Leitung, beziehungsweise am Steuergerät liegt. Ja, wir haben es ja ausgeblinkt. Ist eine feine Sache, dieses Ausblinken. Also man kommt damit schon ein bisschen weiter. Aber ohne Prüfkabel und so einen Zirkus braucht ihr hier auch nicht mal anfangen. Das ist einfach so. Auch so bei so einem alten Auto nicht. So, und wenn man jetzt nach VW geht und bringt die Kiste dahin und die freuen sich garantiert über sowas, weil der Stundensatz, der ist richtig gut. Ne? Und die meisten Lehrlinge, kann ich nicht. Keine Ahnung. Ja, das kommt dabei raus. Ne? Ja, weil die kennen das nicht, das Ausblinken. Die Schenklinge, die können das nur mit dem Stecker reinstecken und dann funktioniert das nicht. Ja, kriegt keine Verbindung aufgebaut, gar nichts. Das ist eben so. Aber ich würde sagen, wir schauen mal, was daraus wird. Ich mache jetzt erstmal mit diesem Video hier einen Cut. Und dann schauen wir mal, wo der Fehler jetzt lag oder liegt oder wie auch immer. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, es ist halt so, wie es ist. Es ist zum Kotzen. Aber was will man machen? Mit so einem Radheber
kommt man da gut bei, auch bei so einem tiefer gelegten Auto. Ich habe da echt Probleme mit, weil wenn ich da unten reinkrabbeln muss, ist scheiße. Gut, bis dahin, alles klar. Ich würde sagen, ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Und ihr wisst ja, im Anschluss kriegt ihr noch ein Video gezeigt, tralala. Ihr kennt das ganze Prozedere und wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, gerne den Kanal abonnieren und Klingel drücken, damit ihr das nicht verpasst. Und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut und lasst euch gut gehen. So, bis denn. Ich bin jetzt raus an dieser Stelle. Tschö.